Dankeschön für eure Pfiffkarchen Eiche ab einem Stein. Geschrieben von Jimmy Evans, Eva Saat und Rüdje Schack von Lebenswasser. Hier ist ein Kapitel für von der. Aufteilung 3, Kapitel 10. Wou dienen früh ihre Bedürfnisse zu verstehen und zu erfüllen. So sollen auch die Männer ihre frühe Strotze Gott sein aus ihren eigenen Körper. Wer seine früh Gott ist, ist sich selbst Gott. Noch hat keiner sein eigenes Fleisch verschmieden. Ein Mensch versorgt und nährt seinen Körper, so als Christus dort für seine Gemeinde tät. Epheser 5, Vers 28 und 29. Wenn ein junger Mann seine erste Kurk hat, ist er benommen mit den Gedanken von meiner Unabhängigkeit und die Möglichkeit ranzufahren. Davon hat er geträumt, er fantasiert, von gerät und sich vorgestellt, als wenn er die Alfuhr. Nun ist der große Moment gekommen. Unsere Tochter ging dort durch, gerade für sie ihr 16. Geburtstag hat. Als wir alle oben dran fuhren und alle Chore verkäufe an der Stadt, die dort nicht lang, was wir anwarten, dort unsere Tochter nur bloß ein Ding kickt. Maud. Wenn sie eine sagt, was ihr Interessen abweicht, seht sie, die interessiert mich wirklich. Wir würden dann antworten, okay, Schatz, weil wir dich mal besäunen und utfingen, was die Priest. Wenn uns dir gefällt, wo wir in Informationsposten nur lesen, wo Menschen dir gefällt und darüber beten und dann eine Entscheidung machen. Wenn sie auch eine gute Einstellung hält an das ganze Prozess, wart wir aber an, dass sie ein Weg fehlkrieg von alles, was es aufgibt, eine Chor zu sehen. Sie wird wahrlich gewasst sein, die erste blinkende Chor, was sie funkt, zu kippen und dann ab dem Wach zu fahren. Wenn wir auch wissen, dass wir uns Zeit nehmen sollen und die beste Chor kippen für das Geld, können wir aber mitfeilen mit unserer Tochter. Ich kann mir noch denken, dass mir das auch so ging, als ich meine erste Chor kauft. Ich doch gar nicht an, was das kosten würde, die zu ihnen holen, wo viel Kilometer zum Liter die fahren würde, und wo viel Wert die Sennen würde beim Wiederverkäupen, oder was das brücken würde, um die Amphoren zu holen. Ich doch bloß an Geschwindigkeit, Unabhängigkeit und mir alles. Die nächsten Menschen machen sich so reit zum Befrieren, als ein Jugendlicher nur seine erste Chor sieht. Sie kicken das erste nur, wo die von Wüten lad, in andere Eigenschaften, was sie kurz machen, aber wie sind wenig Interessen für was das durch die Zeit aufgeben wird, die in Ordnung zu holen. Und es steht dort nur wichtige Dinge gefragt wird, so als wo billig die Fort und was für ein Verkaufspriest die neue haben wird, sind sie bekämmert um Geschwindigkeit und rüttachende Taube hier. So wird vor genug an die Ehe angegangen. Also, wenn Menschen sich befrieren, haben sie sich allgemein nicht reich gemacht für die Kosten und die Unterholung von dort Verhältnis. Nachdem, dass unsere älteste Tochter ihre Chor für ungefähr einen Monat gehört hat, wie du was auch mit der Chor? Fürs Frühstück sie uns verwillert. Was war ihr da mit tunen? Freundlich antwort wie ihn sehen. Schaut's da das deine Chor. Was warst du da mit tunen? Wenn wir auch da mit dem Kloren wären, dass wir erhalten würden, ihre Chor in Ordnung zu bringen, versucht wir ein Bit Wirklichkeit an ihre Denkwiesen anzubringen. Dort Scheinwohnen von einer Chor haben, hat sie nur erfahren. Nun wird es Zeit, Verantwortung abzunehmen, um die Chor vorbei in eine gute Ordnung zu holen. Anrieb seinen verursacht, dort wie das Scheinwohnen von irgendwas genießen, ohne Verantwortung dafür zu tragen. Noch Anrieb erst dort, irgendwas bloß seinen Los zu wahren oder zu verschmieden, bloß wehen dort zu unterholen oder zu fixen fehlt. Wer immer eine Chor fort oder ein Hüß ehend, weil dort die deine Chor nicht verkäupen oder bloß wachtragen kost, geht das mal, wenn du ein Problem hast. Wir lehren verantwortlich zu sein und was in Ordnung zu holen, wann wir tätliche Sachen brücken und genießen wollen. So ist die Antwort an eine Ehe auch nicht, deinen Partner aufzuwiesen oder einen neuen Partner zu nehmen. Die Antwort ist Verantwortung abnehmen und Probleme tragen zu machen. Wann wir uns dazu abgeben mögen, unsere von Gott gegebene Verantwortung für unseren Partner seine Bedürfnisse zu versorgen und unsere Verhältnisse reich zu pflegen, dann würden da wenige, wann überhaupt, ihrenste Probleme sein in unserer Ehe. Sehr viel von unseren ehelichen Problemen kommen von flachem Denken und unverantwortlichen Einstellungen her. Die meisten von uns wollen Ehen ohne die zu unterholen, scheine abregende Erfahrungen ohne Verantwortungen, und Spuß ohne Trüet handgeben. Mir das leid zu sein, aber das einfach anriebet und nicht wahrheitsgemäß wird denken. Wann ein Mann eine Früh friert, haft er ein direkt Geschenk von Gott gekriegen. Er haft einen lebenslangen Freund, Leibhaber und Halber. Er fehlt nur so ein Verhältnis getrocken, wie ein anderer an eine Früh fehlt, mit wann er sein Leben teilen kann. Aber wann er denkt, dass seine Dierebrüt nicht ständig Pflege und Tiet fehlen wird,
er sie trüe ja wie's arrecht. Eindaunt wat für eine Früh ein Mann sich fried, seine Früh wird allgemein dieselbe Flehe neidig haben. Frühes ihre Hauptbedürfnisse sind überein. Nur meist 50 Jahre von befried seinen und Düsende von frühes Rot gejäfte haben, kann ich die dort mitfeilend sagen, frühes sind im Grund genommen alle überein. So aus Fortja sind da wat verschiedene Uitwohlen wie gewisse Mädels, aber ohne die Hört haben die dortselbe Gereitschaft. Einzige Männer glauben das gar nicht, und sie blieben dabei mit frühes Tätischen, und sie hoffen jedes Mal, dass es ein nieret oder betret Modell geben wird, wo die Zeit über Krieg schafft, kein Mal Flehe brückt und in Ordnung geholen wird. So ein Mann ist ab dem Weg vorgetäuscht zu werden, einfach durchwehen, dass es so ein Modell bloß gar nicht gibt. Nicht in Fortig, auch nicht in Früh. Wer ein Mann sich befriedt, soll er verstehen, dass er sich automatisch die Verantwortung übernimmt für die Früh ihre Hauptbedürfnisse. Da sind zwei bedeutsame Sachen über Frühes, was Männer lehren und annehmen müssen, um eine harmonische Ehe zu haben. Das erste ist, dass du ein neuer Unterscheid hast zwischen Männer und Frühes. Das zweite ist, zu lehren, wo die Frühes ihre Feierhauptbedürfnisse sind und wo die zu erfüllen. Mir ist dort klar, dass Männer die hauptgeschlechtliche und körperliche Unterscheide von Männer und Frühes verstehen und auch gewisse andere Unterscheide. Aber mein Ziel für Männer ist, dass sie die Tatsache verstehen und annehmen, dass Frühes im Grund in meist alle Hinsichten anders sind als Männer. Besehen die geschlechtliche Unterscheide, sind viele Männer ganz überdrüssig über das allgemeine Geheime von einer Früh. Ich sehe ein gutes Beispiel. Nur etliche Jahre von Befriedsinnen, wie ich meist überzeugt, dass Gott Frühes überhaupt nicht gemacht hat. Gott ist schlechter als man dort. Ich bin ganz überdrüssig mit alles, was mit Karen zu tun hat. Sei wir so ganz anders als ich. Wo ging das, dass sie normal wir? Ich will eine Früh haben, was all die rechte körperliche und geschlechtliche Eigenschaften hat, aber was so dacht und sich so verhält als Mann. Wenn ich das dann auch nicht erkannt, spende ich die erste etliche Jahre von unserer Ehe mit Versägen meine Früh so aus mir selbst zu machen. Ich würde er belehren, er Versägen sein und zu reden, er sein und erwiesen, aber sie kriegt das nicht zu holen. Schließlich helfe ich ab. Ich dachte, ich hatte einen Fehler gemacht, dass ich Karen gefriert hat. Von den Milliarden von Frühes auf dem Planet, dachte ich hatte mir die eine Fuchte gefriert. In meiner Anweiten hätten Hochmut, fährt ich je in Gott seinen vollkommenen Plan. So als ein Kind, was eine nukleare Bombe ohne Anweisungen tobte Stahlen versiegt, so dachte ich ehensinnig, dass ich wüsste, wo unser Ehe wird gehen, um Schaffen zu kriegen, wann Karen mir bloß mal harchen wird. Aber ich wir verfehlt und anrecht. Ich wir nicht wählig, die neue Unterscheide anzunehmen und zu ehren, wo Gott meine Früh erschaffen hat, um auch eine Früh zu machen. Viele Frühes feilen und handeln krieg so wie ein Manner. Sie beobachten die angeborene Unterscheide und antworten darauf mit der Anstellung, Manner sind fuchtig. Beide Geschlechter müssen dort ausstehen, dort nicht ein von ihnen fuchtig sind. Wie sind so als Gott uns gemacht hat? Wie können diese Wahrheit entweder annehmen und lehren, damit reich zu leben, oder wie können Generationen wiedergehen und durch ihre Fäden und verdrüsslich sein? Sogar wenn wir die Unterscheide im anderen Geschlecht auch alle Erkannten angenommen haben, mag wir abpassen, dass wir die Unterscheide nicht an unsere eigene Sprache übersagen. Zum Beispiel, deine Früh sagt zu dir, Schatz, ich will, dass du mich hältst. Meist fuhrts waren die nächsten Männer denken, Mensch, noch ein, sie will Sex haben. Und die waren nicht bloß erholen, aber geschlechtlich anfangen wieder zu gehen. Wann deine Früh deine Hand dann von unter ihre Blüse rüttägt, sagt sie, kost dich nicht mal abhieren mit mir immer du anschieren, ich will bloß, dass du mich hältst. Wann du auch die rechte Wirt hirscht, versiegt dein Verstand der frühe Sprach an Mannssprach zu übersaten. Der weibliche Wirt, ich will, dass du mich hältst, übersaten sich am Mannsverstand zu, dit mag nicht sein, sie mag meinen, dass sie Sex will, dort mag sein. Männer haben ein natürliches Bedürfnis für Sex. Ein Mann sein Verstand denkt so, wie ein Sex ein von seinen wichtigsten Bedürfnissen ist. Aber Sex ist für eine Frau nicht ein Hauptbedürfnis. Frühes brücken wir ja nicht sexueller körperlicher Kontakt. Wenn das auch ganz anders ist als Männer, ist dort die Wahrheit. Wenn eine Frau sagt, dass sie will geholen sein, dann ist dort krank, was sie meint. Irgendeine Übersetzung in Männerspruch nennen, ist unangebracht. Wenn ein Mann ehre wird ein Männerspruch übersat, wird er beid,
sich selbst den Aar überdrüssig machen. Wo feilst du dich aus, Mann, wann du Worte deine Frau sagst und was dir dort fehlt, und sei dort nicht beacht, in dort ein Ehrespruch übersagt? Zum Beispiel, du wirst deine Frau sagen, weil wir kriegt nu gonen Sex haben, und sie wird antworten mit, du verdrehter Mann, oder, nee, Schatz, die fehlt dort gar nicht an Sex. Was die wirklich fehlt, ist leifliches Anschieren ohne Sex. Hier, lot mi die mal holen. Wo wirst du die dann feilen? Viele von Jüngweiten, wo sich dort feilt, aufgewiesen zu worden, wen die dort erfahren haben. Wann nie befriede Ehepaare rot sehen, kämpft dort fair, dort die, wat nicht eine formale Vorbereitung für die Ehe gehabt haben, ihre Probleme so als dit betegnen. Hei ist ein Verdreher, sagt die Frau, und der Mann sagt krieg, sei es schändlich treuhaulend. Was sie aber beide wirklich sagen ist, er kann an so Unterscheide nicht verstohnen und auch nicht annehmen. Sie kann nicht verstohnen, wo sie immer an ein Sex haben will, und er kann nicht verstohnen, wo sie nicht immer an ein Sex haben will. Jeder eine ist sich darüber im Klaren, dass du irgendwas gründlich anrecht hast mit den anderen. Wenn Männer und Frauen es bloß nur einander horchen würden und annehmen, was der andere sagt und sich anstrengen, den anderen seine Bedürfnisse zu erfüllen, würde Freude regieren. Männer würden den Sex, was ihnen fehlt, stark in zufriedenstellen kriegen, früher würden die Leichtholigkeit kriegen, was ihnen fehlt. Die Ehe, so als Gott geplant hat, ist ein Gewinst für beide Seiten. Du sind keine Verlierer und keine Opfer. Eine Frau braucht nicht bloß Leichtholigkeit, aber sie hat auch ein deipet Bedürfnis für deipen neue Unterholungen. Als ich lehrt leichtholig mit Karen umzugehen und mit Ar zu verteilen, so als Ar dort fehlt, fängt mir dort an, krank zu scheinen zu gehen als Ar. Von dort gleich ich Leuchtholigkeit und Kommunikation und brücke die Krieg so neidig aus sei. Ich kann das nicht glauben, dass ich keinmal zu Ronen gelebt habe. Und als Karen anfängt, meine sexuelle Bedürfnisse mit Scheingonen zu erfüllen, fängt sie an, ein fehlgeratet Scheingonen an Sex zu fangen. Gott sein Plan ist wundervoll. Wir können nicht bloß einander zufriedenstellen, aber wir wollen Dinge von uns selbst an, was wir keinmal vorher gewusst haben. Dort ist, wenn wir einander die Bedürfnisse erfüllen, bringen wir unseren Partner im Kontakt mit einem Part von der Welt, was sie nicht eher gekannt haben. Wenn Ehepartner sich an sich auflehnen und sich an sich mit schlechten Nomes betegnen, werden Lebens beschädigt. Der einzige Weg, um erfolgreich miteinander zu leben und den Partner zu leben, ist die angeborene Unterscheide zu ehren und zu respektieren und den anderen seine Bedürfnisse mit Begeisterung zu erfüllen. Wenn das gedonnen wird, waren Partner beste Freund und intime Leifhaber. Wenn das nicht gedonnen wird, waren Partner bessere Feind und Opfer voneinander. Am ewigen Port von dit Kapitel will ich die vier Hauptbedürfnisse von einer Frau betrachten und wo die zu erfüllen geht. Eine Frau, ihre vier Hauptbedürfnisse sind Sicherheit, nahte, nicht sexuelle Leib, offene und abrechte Kommunikation und Leidenschaft. Wer in Sicherheit dort grundlegendste Bedürfnis ist, wo wir dort am ersten betrachten. Die vier Hauptbedürfnisse von einer Frau. Dort erste Hauptbedürfnis von einer Frau, Sicherheit. Wenn Sicherheit auch ein sehr umfangreiches Wort ist und eine sehr allgemeine Bedeutung hat, ist dort danach eine Frau ein geratztes Bedürfnis. Als ein Frühmensch tüß wie ihre Eltern abwasst oder mit ihren Ehemann lebt, sei haft dort wirkliche Bedürfnis, sicher zu sein. Eine Frau mit weiten, dass sie sicher ist, und in jeder Hinsicht Gott versorgt. Wenn eine Frau ihr tiefstes Bedürfnis für Sicherheit auch von Gott allein versorgt wird, ist du ein Port von ihrer Sicherheit, was Gott durch ihren Ehemann erfällt. Wenn ein Ehemann diese Sache versteht und versiegt seine Frau ihr Bedürfnis für Sicherheit zu erfüllen, muss er vier Dinge klar überbringen. Dort sind. Erstens. Er muss auch dort klar machen, dass er mehr Traum gibt für seine Frau, als für irgendetwas wem oder das Wort besieht Gott. Wenn eine Frau vernimmt, dass ihr Mann sich sorgt und irgendwo von ihr los ist, wird sie sich kurz an sich erfeilen. Sei will weiten, dass ihr Mann anweit und mit ihm ist, über was er fehlt und worüber sie besorgt ist. Eine Frau ist dort angeboren, dass sie dort vernimmt, als ihr Mann wirklich für ihr sorgt. Die beste Weg, wo ein Mann ausfinden kann, als er reicht für seine Frau sorgt, ist einfach ihr zu fragen. Schatz, fehlst du, dass ich reicht für die Sorge? Fehlst du reicht für sorgt und beschützt? Wenn sie ja sagt, weiß er, dass er ihre Bedürfnisse erfüllt, aber wenn sie nee sagt, dann soll er sehr horchen, wenn sie erklärt, wieso nicht.
Dem ersten Mann sind Tausäer bekämmert, ihre Frühes von ihren Regen raufzukriegen und er durch von aufzuholen so viel zu verlangen, und es steht, dass sie sich ganz durch mit Befoten ihre Bedürfnisse zu erfüllen, ein Don't what it cost. Eine Früh lehrt zu erkennen, wann der Mann nicht wirklich handgegeben ist, alte Versorgen. Ihre Situation ist sehr so, als der Mann, was einen selbstsicheren und begierigen wirthaft. Alle Männer wollen so viel als möglich mit ihrer Arbeit rückkriegen und ihr Arbeitsgeber haft den Schlüssel. Wenn sie für einen selbstlosen und freigebenden Arbeitsgeber schaffen, fühlen sie sich sicher und positiv. Wenn sie einen Wirt haben, wird aufgelangen, sehr verlangend und selbstsichtig ist, verlieren sie das Gefühl von Sicherheit und Freiheit. Diene früh ihr gut aufsehen und Erfolg ist sehr aufhängig von dir. Sei es sehr feinfeilend, über was du denkst und was du Veranstaltungen hast, und dort mit einer guten Ursache. Dort musst du verstehen und annehmen. Stell dir vor, wo dort sein wird, wann ein guter, gefühlsvoller Arbeitsgeber Marion oder die kommen wird und sein. Weißt, ich habe die letzte Zeit viel über die neu gedacht. Ich wunder, ob du irgendwas hast, was ich für die donen kann, um die neue Arbeit scheiner für die zu machen. Und, wird die genug betont? Dort wird irgendein Arbeiter sein Traum sein. Na, jeder früh ihr Traum ist, einen Ehemann zu haben, wo dieselbe Anstellung bewiesen wird. Deil diene früh dort wahrholen mit, dort die du bist für ihr, in ihre Bedürfnisse erfüllen wirst, und dann versorg ihr. Du wirst gut überrascht worden, über wo diene früh zu ihrer neuen Umgebung von Sicherheit antworten wird. Ein Mann hat vollkommen Angst, was seine früh daunen wird, wenn er sich anstellt, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Dort ist dort Letzte, wo er am Duren darf. Du kannst dir nicht vorstellen, was eine Früh für ihren Ehemann daunen wird, wenn er auch an einer Umgebung von ganzer Sicherheit nimmt, indem dort er seine selbstsichere Weh durchleicht, um ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Denk mal wahrer an deinen Arbeitsgeber. Wirst du nicht mehr daunen in Hand geben für einen Wirt, was die deint und abopfernd, die versorgt? Oder glaubst du, dass du auf deinen Arbeitsplatz rumfühlen wirst, und deinen Wirt rumkommandieren und missbrücken? Bloß wegen du demütig geworden bist und die dort zur Abgabe gemacht hast, deine früh ihre Bedürfnisse zu erfüllen, bedeutet nicht, dass du deine Autorität oder Mannsinnen verloren hast. Wahre und bliebende Autorität wird auf das Fundament von deinen der Deinerschaft gebüht und nicht verdorben. Dort ist Leidenschaft durch ein gutes Beispiel, nicht durch Selbstsucht. Zweitens, ein Ehemann macht seine Bewunderung und Leid für seine früh übertragen. Eine Früh kann dort keinmal tofocken hören, wo schmackert er laut, oder wo sei er ihr Mann erleicht. Eine Früh bleicht fallens an eine Umgebung von Loven und Bewunderung, ob er sich verweilt und stoft und derjenige wird von ständig stellsennen oder kritisieren. Wenn ein Mann auch manchmal was wird sagen muss, um die Früh treu zu helfen, über was ihm nicht gefällt, muss diese wird von einer Qual kommen, was sie weit, was unerstattend und freundlich ist. Wenn du deine Früh lobst und auch auf wirkliche Weh überzeugst, dass du ihr Leib hast, dann hast du dort recht verdient, auch ein Leib über was anzureden. Aber, wenn alles, was du denkst, es auch immer ihre Fehler und schlechte Dinge zu wiesen, wird deine Früh bald ansicher und besser worden zu dir. Jeder Früh ist die wahre Spiegelung von ihren Mann. Frühes war das Spielen mit ihren Gesichtern, Einstellungen und Aussichten dort, wo sie je in ihrer Männer und Umgebung feilen. Wenn ein Mann eine Umgebung von Loben und Respekt für seine Früh macht, macht dort einen bedienstamen Unterscheid an alles, was sie tut. Sie strahlt und spiegelt Leib und Respekt durch jeder Teil von ihr Leben rüht. Wenn ein Mann seine Früh beständig kritisiert oder wenn sie groben macht, um flackert Loben zu kriegen, wird sie ihre Unsicherheit wahrer spiegeln. Frühes waren von Natur aus nur die Personen in Städten getrocken, wo sie eben, wer sie sind, gelobt worden. Männer auch. Der Ehemann ist zu beschuldigen, wenn eine Früh ihr der Heim rückgehen muss, um gelobt zu werden. Was vorher noch dort kommt, ist noch ernster. Ich habe viele befriedete Lieder rotgegeben, was bitter eheliche Verhältnisse gehabt haben. Manchmal ist dort der Mann und manchmal ist dort die Früh. Wenn bitter eheliche Verhältnisse auch immer sämtlich und verdorben sind für die Ehe, ist dort neidisch, dass du verstehst, was eine Früh an die Versicherung bringt, ein bitter eheliches Verhältnis zu haben. Dort ist nicht Sex. Frühes haben büterehrliche Verhältnisse, während sie einen Mann getroffen haben, wird mit ihren Reden wird und ihren Mord besonders feilen. Frühes feilen sich getrocken nur Männer, wird ihren Loven und Morgen gut feilen über sich selbst. Dort soll nicht ein Fremder sein, oder irgend Sest wer, als ihr Ehemann. Ich will klar damit sein,
nicht rechtfertigt ein gütereheliches Verhältnis. Aber nach vielen Jahren von Eheberatung verstehe ich, wohne Umstände gratere Mähligkeiten durch die beiden. Ehemänner sollen die Qual von Loven in Ermutigung sehen für ihre Frühes. Dit erfällt nicht bloß ehrdeibste Bedürfnis, aber verkleinert auch die Gefahr von Versiegung und Antragung von Büten. Hier sind wat einfache Regeln über deine Frühloven. Sei viermal am Tag wat positiver über deine Früh. Sei wat über alle Teile von ihr Leben, bevor die nicht bloß mit physischen Dingen, wann er dort auch daran fehlt, dass die Erfolgen daran bestärkst. Lob ihren Sinn, ihr Hort, ihr Charakter, ihr Muttersehnen, ihr Erfolg an die Arbeit oder am Dienst und so weiter. Lot er dort weiten, dort die ganz Probe bist mit ihr. Brock keinmal sarkastische Wirt, da keinmal deine Früh auf einen sarkastischen Weich loben. Da das nicht wort nahtet, dort wird ihren Jeis schoden. Sarkastische Reden als eine Form von Euer. In Bet Nerken ist anders, wie in keiner Schoden litt. Aber sarkastische Reden haft einen Specker an sich. Wann du auch gleist, dort das fahnig es oder nicht schoden lädt, dort das nicht so. Du magst doch keinmal sarkastisch sein oder deine Früh öffentlich oder fair deine Kinder kritisieren. Verdein deine Wert von Trach lehren. Für jeder Ding, worüber du was ütebetern hast, magst du auch vorher all vielmal gelobt haben. Sei mal dort weiten, dort du fair bist und dort du ein Freund und nicht ein Feind bist. Sei romantisch. Schick deine Früh Karten, Blumen, Leibbrief und irgendwas, was deine Leiben Respekt für ihr beweist. Romantisch sein sagt zu deiner Früh, dass sie dir am Horten liegt und dass du an ihr denkst, wenn du auch nicht gut machst. Wenn romantische Beweise nicht durch sind, sagt es dort jeendeil. Drittens, ein Ehemann muss seine Trüheit bewiesen. Wenn Jugendjunges Schmuck im Jahr alles anpiepen abgegossen, dort geht er verstohlen, aber dort ist für einen befriedenen Mann nicht erreicht worden. Jesus sieht, dass wenn ein Mann eine Früh darauf anklickt, dass er haben will, ist dort so als Ehebruch, Matthäus 4, Vers 28. Ehebruch ist nicht bloß eine körperliche Tod, dort ist eine Anstahlung. Viele Männer haben noch keinmal mit einer anderen Früh geschlopen, bis sie ihre Ehe, aber sie tragen einen Geist von Antrüheit. Früher waren das Furz an, und dort mag er Ansicher feilen. Ein Mann sein Hort mal trüb blieben, nicht bloß, wenn seine Früh gegenwärtig ist, aber auch, wenn sie aufwesend ist. Du magst deine Früh dort wahrholen sein, dass sie die einzige ist, was du haben wirst. Du magst da überzeugen, dass sie für die schmackste Früh auf der Welt ist. Antrüheit beweist sich auch, indem du deine Früh mit anderen Frühes vergleichst. Dit ist der Todeskuss. Wann immer du deine Früh ihre körperliche Figur, ihr Verhalten, ihre Intelligenz oder ihr Eten machen, mit einer anderen Früh vergleichst, hast du einen großen Fehler gemacht. Dort einzige Mal, was du deine Früh mit anderen vergleichen kannst, ist, wenn du erlaufst. Aber sogar dann, musst du sie abpassen. Noch ein Nee, es andere Frühes beobachten im Internet, in Posten, TV-Shows, Filme oder im wirklichen Leben. Wenn du auch bleibst, dort es nicht schaut, dort tät über. Dort das kriegst du aus, wenn deine Früh noch andere Männer kickt oder die Tiet Eva von anderen Männern redet. Dort ist verunehrend und sinnlich. In irgendein Verhältnis, wo eine Person in irgendwas in Kontrolle ist, wird die andere Person normalerweise dafür anholen. Männer wollen dort ihre frühe sexuelle Drief haben. Wirst du dort? Dort ein schwinscher Film oder anderes pornografisches Material dort erste Ding ist, um eine Früh sexuell abzutragen? Wenn deine Früh fehlt, dort du noch andere Frühes checkst und dort sie nicht genug ist, um die zufrieden zu stahlen, wird sie von Natur aus sich von Sex treitragen als Antwort für dein Problem. Wenn du geschlechtliche Reinheit und Beherrschung bewiesst, wie sie die Schlupfstoff, dann kann deine Früh frei sein und einen Drief haben an die Schlupfstoff. Deine Reinheit wird die Sicherheit geben, was sie braucht, um wirklich zu blähen. Ein Ehemann soll auch keinmal trauen, Ehebruch zu begonnen oder Ehescheidung zu begonnen, wann er verurteilt oder überdrüssig ist. Vertraut nicht einmal von Ehebruch oder Ehescheidung. Verliert die Wien. Viele befriedene Lied bringen Ehebruch oder Ehescheidung ab, als eine Drohung, um den Partner seine Aufmerksamkeit zu kriegen. Der Einzige, was einen genotten haft von so einer Drohung, ist der Diebel. Er gleicht Ehebruch und Ehescheidung, während die Schöpfung Gottes durch so schrecklich Schaden litt. Also, wenn Ehebruch oder Ehescheidung eine weitaufsche Mähligkeit in deinem Sinn ist,
schafft der Diebel falltidig, um entweder ein oder beide Dinge zu einer Wirklichkeit zu machen. Deine Frau wird auch ansicher worden, wenn du davon redst, besonders wenn du das brauchst, um all zu manipulieren oder zu grüllen. Viertens. Ein Mann muss seine Widmung für den finanziellen Unterhalt mitteilen. Finanzen ist ein von den wichtigsten Teilen, um dort eine Frau sich sicher feilen kann. Eine Frau braucht die Versicherung, dass der Mann sich dort welchte Abgaben macht, er finanziell zu versorgen. Diese Welligkeit, er finanziell zu versorgen, lässt er auf Feierweh weiten. 1. Ein Beten für Gottes Segen und Anleitung. Das bedeutet nicht bloß, dass ein Mann für Gott seine Anleitung und Verrat für die Familie betet, aber dass er mit seiner Frau taub betet und er aus seines Glücken an alle Entscheidungen hält. 2. Flieht anwenden und die beste Arbeit zu segnen. Wann wir auch weiten, dass Gott uns versorgt, ist dort danach wichtig, an deren Unterputtern und Gelegenheiten zu segnen. 3. Ein schwerschaffender und treuer Arbeiter sein. Eine Frau muss weiten, dass ihr Mann ein treuer, abrechter und flieger Arbeiter ist. Wenn ein Mann unabrechtlich und viel ist oder vor von Arbeit wechselt, merkt er, dass er früh sich ansicher fällt. Wenn er doch meinen soll, was er nun oder verrechte zu verlieren, soll ein Mann abpassen, dass er seine Frau ihre Sicherheit nicht abopfert. Das ist sehr wichtig. 4. Ein weiser Geldverwirrter sein. Wahrer ist das überhaupt wichtig, dort Männer und frühes Taubschaufen aus dem Team im Hantieren von den Finanzen im Heim. Dort ist ein Dauernd aus der Welt ausschaufen oder bloß der Mann. Manchmal schafft bloß der Früh aus und der Mann, der die Hausarbeit und versorgt die Kinder. Aber der Mann soll anfangen mit Plansmarken und finanzielle Entscheidungen machen und aber nicht den Entschluss dominieren. Entscheidungen, die taub gemacht worden, sind immer besser und bühren einen guten Wellen in Neuheit und auf Verhältnis. In uns Heim machen Karen und ich alle bedeutsamen finanzielle Entscheidungen taub, und sie kümmert sich, um die Zadels zu betonen. Jeder Paar muss ausfinden, was für ihn am besten schafft, aber immer aus seinem Team taub schaffen. Das zweite Hauptbedürfnis von einer Frau, nahte, nicht sexuelle Leib. Ein wichtiges Bedürfnis, was alle Frühes haben, ist nicht sexuelle Leib. Diese Wahrheit verstohlen und damit umzugehen, wird für mich besonders schwer, wenn ich in eine Familie abgewachsen wäre, was äußerlich nicht sehr leichtholig wie in meine ältere Breite und ich ständig zu Fäten haben. Daher wie ein von meinen gravsten Schwachheiten in der Ehe dort von sanfter Leib bewiesen. In den ersten artlichen Jahren von meinem Verhältnis mit Karen wäre es sehr weitläftig, was ich auch für eine längere Zeit am Abend oder anschied, ohne übrig oder sexuell zu werden. Sie beklug sich immer, dass ich todergeholig wäre, und er bloß auf sexuelle Wege anschied, aber ich verstand wirklich nicht, um mit abzuhören. Ich will wirklich auch gar nicht. Einmal aus Karen, wie der Abwasch kam, Stunden Abwasch, käme ich von hinten und packte ihre Brosten an. Ganz überdrüssig dreht sie sich um und sieht, kannst du mir das nur nicht anschieren, Bütter, du? Verneigt sie dich träg. Sicher kann ich, aber ich will gar nicht. Ich deut nicht bloß einträchtig her anpacken, und dort mit Eva, aber ich wie auch sehr glücklich mit Versichern zu ändern oder ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Als wir in unser Spaziertiet wären, kann ich auch nicht an die Hand holen, ohne dich zu drecken oder artwaschen, dem Dümen und Wiesfinger zu kniepen. Ich doch gar nicht, dass ich also sehr direkt, aber sie seht mir dort immer wahrer, dass es weideid. Für mich wird dort angewandt, körperlich leben zu sein, besonders mit Menschen. Wahrer und wahrer seht Karen mir, dass sie bloß wohl geholen sein und ob nicht sexuelle Wege angeschiert worden. Ich verstand dort nicht, dass nicht sexuelles Anschieren ein starkes Bedürfnis für eine Frau ist. Ich doch bloß sei wie abfallend oder jink durch eine Zeit durch. Für eine lange Zeit dachte ich sogar, sie soll bloß mal Brühe worden und lernen Raum zu rotzen, wenn mir das schein ging. Aber Karen hat keinmal geändert, wenn das am Grund ihrer Natur ist. Meine Anstellung zu Leib bewiesen ist ein geliedet Verholen. Für eine lange Zeit dachte ich, dass ich nicht ändern kann, wenn ich vorken zu Karen seht, ich sie bloß nicht so. Aber dann fängt der Helge jetzt an, mich zu überzeugen, dass er irgendwas ändern kann, wenn ich ihn welche Tat hat. Schließlich habe ich nur einen Entschluss dort zu versiegen. Das erste Mal, als ich auf ihren Leiben versucht zu sein, zu kehren, auf einen nicht-sexuellen Weg, wie an einem Sonntag nur mehr, als wir allein in unser Gaststuhl saßen. Ich habe darüber gebet, wo ich anfangen kann mit Leiben zu sein. Auf einmal hast ich buchst der Helge jetzt mich an und seht, dort nie die Zeit wir. Ich weiß, es hielt sich kinderlich, aber ich hatte Knappes an meinem Morgen. Fertig wird deut, dachte ich für 20 Minuten eben noch,
wat ik doen moet. Schließlich stond ik op en ging naar de andere Seite van de stoof, waar Karen zat en kwijt had leed. Als zij mij komen zag, wist ik graag wat zij dacht. Hij moet een janker voor seks hebben oder irgendwas. Aber für das erste Mal in ons Verhältnis zat ik op de Rübenk, besiet haar, deed mijn Arm rammen haar en vouwt haar levend arm, ohne seksueel oder rochelig te worden. Karen kijkt immer waar aan mij met een beet en vriendelen. Ik wist, zij wondert. Wat wordt het nu zijn? Seks oder wrestling? Aber ik hield mijn Arm rammen haar en hield haar levend. Nog 5 oder 10 minuten deed ik mijn Arm de waag en zij kijkt naar mij en vroeg. Wat was nu? Ik antwoord. Nicht. Ik versuch bloß leven te zijn unter die op een nicht-sexuellen Weg. Freundlich kijkt sie mir an und sieht, na, blijf du bi, dort leg ik. Dort kost die Sache seinen, ik blijf du bi. De eerste adlige Weg wären die schwanste, aber dort dir nicht lang, dann fällt ik mir ganz merklich mit Leib bewiesen op einen wegen nicht-sexuellen Weg, en mi fangt dort an, sei er zu gefallen. Für meine Überraschung und Freude ward ik an, dat je levende ik weer, je meia was Karen er seksueller drief. Mijn gehoorzaam te God en Karen er verlangen en dit te eren, wie een groot het wiederkomen van ons verhältnis en van mij persoonlijk. Een ander het goudet wat metkomt van levend zijn unter diene früh is, dat maakt dat diene kinder zich sicher feilen en jeft eend een goudet bijspel. Kinder brokken veel leif en eend veel dat ze leif tussen de älteren zijnen. Wanneer die deine früh normalerweise nicht op nicht sexuelle Wege anschierst en nachstrickst, dann sollst du dort anfangen te daunen. Ein daunt wat deine Vergangenheit is, oder wat du gleichst oder nicht gleichst, dort erfällt ein sehr wichtig Bedürfnis an deine früh erleben en stalt dort tevreden. Fang am zu Marius an, en deichem Dach, kijk nu Gelegenheiten, haar am te voten, ihre Hand te holen, deinen Arm rammen al te daunen en körperlich dich biesennen. Sone Uitdrücke von Leib worden jünd beid go daunen. Vraag haar krijg wat zij in deze gleichen woord en dou wat zij hebben wil. Dat derde hauptbedürfnis van een früh, opene en oprechte communicatie. Früh's hebben een innerlijk bedürfnis van einzelheidliche en oprechte communicatie met ihre Ehemannen. Zij zijn niet uit, nur 1 oder 2 mal de week een korten Überblick hebben over wo ihre Mannen dort geht. Diene früh wel een einzelheidliche Vertal hebben, über wat an deinem Leben und Denken alle Tag angeht. Wann Kapitel 17 auch besonders mit Kommunikation einer Ehe zu daunen haft, ist dir doch eine passende Stede am einzige klare Anweisungen zu geben, über wo Männer zu ihrer Frühes mitteilen sollen. Jeder Mann muss das erstens annehmen, dass Kommunikation ein angeborenes Bedürfnis für seine Früh ist und nicht bloß ein Janker. Dort meint nicht, dass sie bloß nie schwierig ist oder unvernünftig, wann sie dir wat fragt. Sei wel bloß ein Port von dein Leben sennen. Information mitteilen, es ein von de stärkste Wege, wo eine früh einfällt mit ihren Ehemann. Dort as er weich von mit die verbungen sennen. Wat immer eine früh nicht weit, wat sie weiten soll, es ein Hindernis, ihr Bedürfnis für Sicherheit und Kommunikation zu erfallen. Wann ein Mann da nicht aufmacht und seine früh sagt, wat he deit, feilt oder denkt, dann wird sie unsicher und überdrüssig. Dat ein Mann dit verstohnen kann, mit der Dollar für sich in der Welt durch eine früh ihre Augen zu sein. Ich sei Männer dort persönlich in einem Seminare, dort Kommunikation für frühes Krieg so wichtig ist als Sex für Männer. Dort überrascht viele Männer, wie inwieweit und wo sei er uns dort trifft, sexuell mit unser frühes verbunden zu sein. Wenn du die Kraft von deinen geschlechtlichen Trieb verstehst, und wo deine früh sei er so gedreven ist, mit die Kommunikation zu haben, kann die dort helfen, auch zu verstehen, wann sie vertalen will. Wenn ein Mann nicht gefallsvoll mit seiner Frau vertalen oder aufmerksam nur horchen will, wird ihr Verhältnis bedeutsam verschlechtern und manchmal auch sehr bosig. Behold dort. Frühes haben wenige Mal ein bütereheliches Verhältnis wie ein Sex. Sie haben bütereheliche Verhältnisse, wenn sie einen Mann fingen, was sich mit ihnen auf einen bedeutsamen, offenen Wahrung erhält und ihnen dadurch besonders feilen mag. Wenn eine Frau zu so einem Mann vertalt, fangt sie sich an, sehr notefeilen zu haben. Wenn ein Mann sich auch allgemein durchwehen so mit ihr unterhält, über dem Sex zu haben, wird sie ihm in den nächsten Fall geben, was er will, einfach durchwehen, dass er sich mit ihr unterhalten mitteilt. Ich sage noch einmal, bütereheliche Verhältnisse sind anrecht und verdorbend, aber zu weiten, was dazu beiträgt, dass sich so entwickelt, ist leerig. Wenn du einmal die Wichtigkeit verstehst, was offene Kommunikation für deine Frau bedeutet,
machst du auch dort weiten Loten, dass du das Bedürfnis verstehst und deine Verantwortung annimmst, dort zu erfüllen. Dort zu daunen wird verursachen, dass deine Frau sich besonders in sicher fühlt, indem sie weit, dass du die dort Abgabe gemacht hast, ihre Bedürfnisse feinfeilend und abopfernd zu erfüllen. Nur dem, dass ich diese Verantwortung zu kehren erkannten annahm, wie das nächste Ding, dass ich alle Tag eine Zeit zu sieht sah, um das Bedürfnis zu erfüllen. Wie einig denn uns alle Tag eine Stunde fernschlopen gönnen, zu sieht zu saaten, um bloß zu verteilen. Wie brachten unsere Kinder am Hof nähen oder Klock nähen zu bad, als wir jünger wären. Das gäf uns dann eine Stunde am Taub zu verteilen, ver wie schlopen gingen. Als die Kinder erst älter werden, erwart wie einfach, dass sie am Tienüt in ihrer Stuhl wären, und lesen oder studieren, so dass wir unsere Zeit allein haben können. Normalerweise würd wie Popcorn oder irgendwas für zum Schmengen haben, und in die große Stube oder Schlupfstube setzen und verteilen. Dort TV wird ausgeschaltet sein, so dass keine Auflenkung sein wird. Von dort bedeutet alle Computers und Phones wegzuleihen, oder irgendwas wird, was unsere Zeit taub unterbrechen wird. Wie verteilen für so lange es nötig wir, von denen wird abkämen. Am Anfang dachte ich, dass ich Verkehr in den Opfer mög, aber bald war die Zeit für mich eine besondere Zeit. Von dort geht mir diese Zeit taub schein, und hab die Krieg so nötig als sei. Am Anfang von unserer Ehe käme ich nur Arbeit nähern, und dann wird Karen anfangen, mich zu fragen. Wo wir die Dach? Wem hast du getroffen? Was sehen sei? Und so wieder. Ich will nur die Arbeit nicht bloß nicht ausgefragt sein, aber Karen wir mit Überschriftsantworten noch nicht zufrieden, wenn ich sehe. Nicht, gut und nicht besonders. Sie will alles in Einzelheiten erklärt haben, und will auch weiten, wo ich über alles fehlt. Als wir entschlossen, alle Tage allein zu sein und für eine Stunde taub zu verteilen, mögen wir eine übereinkommen. Ich geef tau, dass ich ganz ob sein wird, und ob und vernünftig und einzelheitlich verteilen, und Karen geef tau, dass sie mich nicht ausfragen wird, wann ich von der Arbeit in Hüst schein. Dort schafft nicht bloß dann, sei er fein, dort schafft auch von dort noch. Einschließend denk, haft er all dem geändert. Besieht unsere allgemeine Oventiden, irgendwie an drei oder vier Marius de Weg taub für einen Spaziergang. Dort ist nicht bloß gute körperliche Übung, aber dort ist auch eine gute Zeit, um taub zu verteilen und zu beten. Dort ist noch eine besondere Zeit, was wir taub sein dürfen. Obnet und abrechnet mitteilen ist nötig, um eine Ehe Erfolg zu haben. Ich habe viele Poren rot gegeben, wo die Ehe mal nicht aufmögt zum Verteilen. Manchmal wird dort wegen nicht geheilte Wunden von seiner Vergangenheit, manchmal wird dort wegen seiner Früh eine schwappe Tunge hat und er Angst hat, sich aufzumachen. Wahrscheinlich ist die schwierigste Situation dann, wenn der Mann von Natur still ist und eine Früh haft, was das mit Amt zu verteilen besonders neidig haft. Ein von den schadenbringendsten Dingen, was eine Früh passieren kann, ist, wenn sie von ihrem Mann beschwicht wird. In meiner Office sind frühes gewasst, was ihre Männer prach hatten in Betten, dort sie mal was sagen sollen, und die Männer sollten still und werden sich was zu sagen. Männer, die Matten jünd aufmachen und abrechtig mit jünd frühes verteilen. Wenn sie die irgendwie weigedonen haft, vergeff er, sei er, dort sie mit ihrer Wirt wat alle abhausen matten, wann dort die Fall ist. Nur her kost er anreden, wann sie nicht abhaust, wat sie verwirrt wählt, aber trag die nicht träg. Wann du nicht geheilte Weidung von deiner Vergangenheit hast, oder das wird verstorgnet an den Hort ist, wat die abhält, die aufzumachen, sei dort loszuworen und red mit deiner Frau, oder einen Pastor, oder einen gelehrten Rotgeber durch Eva, wer die halpen kann. Du machst alle Hindernisse für deine Ehe und deine eine persönliche Gesundheit durcharbeiten. Wie Männer, wird ihre Probleme bannen holen und nicht davon reden, kommen Hortprobleme, Alkoholismus und Stress mehr einmal fair. Der Eichstein von Fesselungen und viele andere Probleme als wer ihn nur zu wenig öffnet und abbrechet mitteilen von Gefeile und Probleme ist. Brech die Gewohnheit von Stellsinnen und fang an mit deiner Früh zu verteilen. Dort jeft gar nicht sound, dort er die starke Stelle sagt, jeft, wer in Wortekraft bewies sich durch den Mut, sich abzudauen in Gedanken und Gefeile, nicht an Angst zu verstärken. Wenn du die Sorte Personen bist, die von Natur still sind, dann mag die selbst ob und fang an mitzudeilen. Mag Kontakt mit deinen eigenen Gedanken und Gefeile und fang an, die ob mitzudeilen. Frag den Heiligen Geist du noch, die dir helfen mitzudeilen und die den Mut zu geben, um zu ändern. Er wird deine Bad beantworten, wen er interessiert ist, und die in deine Ehe. Dort vierte Hauptbedürfnis von einer Frau. Leidenschaft.
Ein Don't, wo passiv oder dominant eine Frau ist, sie haft ein deutet Verlangen von einem versorgenden und gerechten Mann angeleitet zu werden. Von Natur verlangt er nur einen Mann, wird für er sorgen und er durch im Leben leiden wird. Dort meint nicht, dass sie wel dominiert oder kontrolliert sind. Eine Frau fühlt sich arrecht behandelt und ansicher, wenn ein Mann er anfängt zu dominieren. Dort selbst ist so, wenn ein Mann an alle Aufteilungen von der Ehe nicht recht anlädt. Eine Frau verlangt du noch, dass der Mann an das geistliche Leben von der Familie anlädt, und auch an Finanzen, Kinder abtragen und belehren, und romantisch sein in alle andere Aufteilungen. Wenn ein Mann so eine Leidenschaft nicht utlebt, wird er früh ansicher und überdrüssig. So wenig Leidenschaft, als die klagt, wird das nächste Mal von früheste Hirn erst, wird nur rot kommen für ihre Ehen. Viele Frühes haben zu klagen, dass ihre Männer nicht mit den Kindern helfen oder helfen für das Geld abzupassen, mit ihren Beten und der geistlichen Leider am Heim sein und so weiter. Vorken erst dem Mann dort am Stich, wird der früh alle von Amos Leider erwartet. Interessanterweise sind dort die Männer, wird nicht leiden, wird er total steuert, dort ihre Frühes ihren Dummet rütfadern, dort sie selbst an den Laden Leiderplatz nicht stoppen, wird sie aus Männer Lade geloten haben. Ich will noch weiter betonen, dort Männer im frühest Blick sind und Männer ihre Leidenschaft bedient nicht, dort wie Beter sind oder gerade Rechte haben als unser frühes. Wie leiden, wie dort so Gottes Plan ist, und dort ein großes Bedürfnis an unser früher fällt, solange es wir uns aus unseres Glicken und mit Respekt behandeln. Also, brauch die Autorität, was Gott dir gegeben hat, um zu leiden, indem du verantwortlich wirst für die Leitung und alle Aufteilungen von deiner Familie, wird deine Frau dort gefallen und sie wird dir darauf antworten, indem dort sie die dort jaft, was die fehlt, was du aber niemals kriegen wirst, wenn du passiv bist. Horch Gott nur, was deine Frau sagt und wo sie ihre Sachen in deiner Ehe fehlt. Frag ihr um Rot und red mit ihr über ihre Entscheidungen. Und dann mag die Entscheidungen taub, was die glauben, dass Gott dir leid zu machen. Er kann dir sagen, dass deine Frau die Seier unterstärken wird, wenn du diese Entstellung nimmst und diese Doten deist. Nicht bloß dort, aber Gott wird die Dollar belohnen, als was du die verstellen kannst, dafür, dass du deine rechte Stellung am Heim angenommen hast. Ich hoffe, dit Kapitel hat Männer geholfen, weder ihre Frühes, ihre Bedürfnisse zu verstehen und zu weiten, wo die zu erfüllen. Ich hoffe auch, dass das Frühes geholfen hat, sich selbst besser zu verstehen. Männer, wenn die verstehen wurden, die mit guten Wellen anzustrengen, um deine Frühes, ihre Bedürfnisse zu erfüllen und dort tunen, wo je bei Dollar gesehen worden, als was je jemals von je träumt hatten. Ohne Zweifel, wie das beste Ding, was Gott für Menschen deit, dort he Jesus schickt, um auf der Kreuz für uns zu sterben und am Wahrer von dort abzuweichen. Aber bei sie dort, erst die Erschaffung von der Früh auch sehr hoch abgelöst. Dankeschön für nur das Bürgerchen, ich auf einen Stein. Ich wünsche, dass das wird eine Hilfe sein für dich und eine Hoffnung, zu einer stärkeren Eihe bühnen.